Also ich finde, Haushaltswoche läuft eigentlich für uns ganz gut, weiß nicht, wie du es siehst, aber... Das wäre eine schwierige Haushaltshandlung, weil ich finde, jetzt haben auch alle Verantwortung für unser Land und da kann sich auch nicht jeder rausstehlen. Habe ich gerade bei einigen das Gefühl. Ja, aber gut, Oppositionsführer, wie findest du den im Moment? Ja, also von Merz kommt nicht viel, aber der sitzt ja zum Glück nicht bei uns im Ausschuss. Ne? Stimmt, wir haben ja auch einen Oppositionsführer. Unser Oppositionsführer heißt ja dann Christian Haase. Genau. Geht, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut. Aber mal ehrlich, schauen wir uns doch mal den Christian Haase näher an, oder? Ja, und da sitzt neben mir der Mann, der quasi der Oppositionsführer der Haushälter ist. Und das Schöne ist, sein Name ist Haase und er weiß durchaus Bescheid. Christian. Ja, hallo Otto. Was machst du im Moment, um deine Mithaushälter bei der Stange zu halten? Weil Opposition ist was anderes als Regierung. Du hast beides erlebt. Ja, ich glaube, was in den Köpfen vieler unserer Kollegen, egal welcher Fraktion noch nicht drin ist, wir kommen aus der Zeit der schwarzen Null mit Haushaltsüberschüssen. Dann kam Corona, Ausnahme, viel Geld. Dann kam Ukraine, Ausnahme, viel Geld. Und jetzt gucken wir in unseren Haushalt. Der Bundesrechnungshof schreibt uns, es ist kein Geld mehr da. Sozialversicherungen sind unterfinanziert. Und ich muss Sie jetzt erstmal aufwecken, aufschrecken und klar machen, dass das nicht mehr so weitergeht. Wenn du jetzt die Entwicklung siehst, und du bist ja auch schon längere Zeit im Haushaltsausschuss, alle sagen, ja, schwierige Zeiten. Wie würdest du es definieren? Also es sind Zeiten, wo wir uns eigentlich alle zusammenrütteln müssten und sagen, was ist für uns denn wichtig? Und was sind unsere Kernaufgaben? Also die leidige Diskussion, die wir jetzt schon lange führen. Der Bund hat jetzt noch mal verschärft in der Corona- und Ukraine-Krise gesagt, wir versuchen da vom Bund aus zu steuern, weil das vielleicht bei Wirtschaftshilfen etc. einfacher ist, das deutschlandweit zu machen. Und wenn wir jetzt mit 16 Ländern erst diskutieren, dann dauert das zu lange. Die Hilfen müssen schnell gehen. Das war ja einer der Hauptantriebspunkte, warum der Bund eigentlich Aufgaben übernommen hat, für die er nicht originär zuständig ist. Das jetzt wieder umzudrehen, das ist wie ein Tanker, der jetzt auf Rückwärtsgang gehen muss und versucht, erstmal abzustoppen. Das wird eine schwierige Diskussion. Die Länder sind ja auch gemischt regiert. Und überall, wo ich das natürlich jetzt sage, kriege ich anschließend Anrufe von Finanzministern oder Ministerpräsidenten, die sagen, also Moment mal, das kann ja jetzt nicht richtig sein. Aber ich glaube, dass das für uns immens wichtig ist. Und die zweite Riesenherausforderung sind die Sozialversicherungen. Da haben wir uns in der Vergangenheit alle ein bisschen weggeduckt, haben gesagt, naja, wir müssen jetzt noch nicht sofort und das kann ja auch ein bisschen dauern. Diese Frage von Rente und den Stellschrauben, alle wissen, dass wir an den Stellschrauben irgendwo drehen müssen. Aber keiner traut sich natürlich rauszusagen, welche drehe ich denn wie weit. Ja. Aber da müssen wir uns, glaube ich, alle insgesamt ehrlich machen. Und dann gehört es zum politischen Diskurs. Die einen drehen mehr an der, die anderen drehen mehr an der. Aber ich glaube, wir sind es unseren Kindern und Enkelkindern, glaube ich, auch schuldig, dass wir da etwas machen. Wir bekommen vor Ort ja Meldungen, du genauso wie ich, denke ich auch, von Menschen, die Angst haben. Ja. Entweder abstrakte Angst, weil sie nicht wissen, wo es hinläuft, oder schon konkrete, weil sie erst eine Abschlagszahlung in Erinnerung kriegen. Hast du das Gefühl, dass wir als Haushälter, die wir ja immer gerne sagen, oh, ein bisschen viel Geld, dass wir überhaupt erklären können, noch pass auf, es wird auch ein bisschen schwieriger, aber wir können auch helfen? Oder siehst du da im Moment so eine Kiste wieder, Geld ist immer da? Weil ich sehe es, ich kann es jedenfalls nur sagen, ich sehe, dass viele meinen, Geld ist immer noch genug da. Das hat mich schon als Bürgermeister begleitet. Du warst Bürgermeister? Ich war Bürgermeister und wir waren auch in einer Haushaltssituation, dass wir Liquiditätskredite aufnehmen mussten. Wir waren also eine typische nordrhein-westfälische, unterfinanzierte Kommune. Mhm. So, und dann war die Frage, das bisschen Geld, was wir haben, was machen wir denn damit? Bad war marode, Kindergärten musste investiert werden, Schule musste investiert werden. Und das in der Bevölkerung hinzukriegen, dass das überhaupt eine Frage ist, dass man jetzt entscheiden musste, was macht man und wie, das hat lange gedauert, weil Schulden tun im Augenblick ja nicht weh. Sie sind falsche Freunde. Ja, das ist ein süßes Gift und da gibt es ja alle möglichen Dinge, die man da anbringen kann. Ich sag mal, das ist mal wie Alkohol. Mhm. Ja? Am nächsten Tag wache ich auf und habe zwei Möglichkeiten. Entweder sagt mir der Rausch, das ist aber blöd gewesen, das möchte ich nicht nochmal haben und ich trinke demnächst weniger Alkohol. Oder ich fand das Gefühl so toll und werde Alkoholiker. Und im Augenblick habe ich den Eindruck, viele sind da noch ein bisschen auf Droge. Und die ist süß und wenn man einmal abhängig ist, davon loszukommen, ist eine schwere Aufgabe. So, und deswegen glaube ich, sind wir jetzt an einer schwierigen Situation in der Bevölkerung. Ja, Schuldenbremse,
halten wir sie ein oder müssen wir sie einhalten? Wenn ja, wie und wo sind da Möglichkeiten? Draußen in der Bevölkerung, für die ist das keine Diskussion. Die sagen, in der Krise muss ausreichend Geld da sein. Beim Entlastungspaket zu erklären, wir konzentrieren jetzt Hilfen auf diejenigen, die es am nötigsten haben. Jeder meint immer, bei ihm ist es am nötigsten. Ja. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Also muss ich den Leuten erklären, du gehörst aber zum oberen Mittelstand. Ja. Und du wirst es wahrscheinlich schaffen, auch ohne, dass der Staat dir nochmal da hilft. So, das auszutarieren ist natürlich unheimlich schwer. Und die Bevölkerung meint immer, es wäre zu wenig. Gleichwohl, wenn ich zu Hause diskutiere, meine Tochter ist 25 Jahre alt, Erzieherin, die fragt mich, Papa, wenn ihr da so viel Schulden macht, muss ich das dann nachher alles bezahlen? Mhm. Dann habe ich ja nichts mehr, wenn ihr die Steuern erhöhen müsst irgendwann. Also dann sieht man doch, wenn die jungen Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen, dass sie durchaus in der Lage sind, auch Folgewirkungen von Entscheidungen hier zu begreifen. Und die wissen, dass nicht Geld für alles da sein ist. Was ist es, was dich am Ende treibt? Denn Haushaltspolitik ist ja immer auch, um den Rahmen zu schließen, ist ja immer auch, du musst mal Nein sagen können. Es ist schon etwas, was du eben gesagt hast, und deswegen bin ich wahrscheinlich bei den Christdemokraten und nicht bei den Liberalen gelandet. In meiner Vita, das haben wir meinen Eltern wahrscheinlich so in die Wiege gelegt, Verantwortung übernehmen. Ich war in vielen, bin heute noch ehrenamtlich in Vorständen unterwegs, habe aber früh in der Jugendarbeit, Jugendausbildung gemacht, habe Jugendleiter da an der Stelle gemacht. Mir war das immer wichtig, nicht nur am Spielfeldrand zu stehen und zu meckern, sondern zu sagen, nein, ich möchte mitgestalten. Das ist eigentlich mein tiefer Antrieb dabei. Und das Zweite ist halt, dass ich mich für meine Region einsetze. Ich glaube schon, für mich ist das wichtig, die Bindung in die Region. Das ist für mich wichtig, weil ich sage, ich vertrete dann meinen Heimatwahlkreis und das macht mir Freude. Was für uns Rheinländer wichtig ist, denn wir brauchen euch, Westfalen. Ja, ja. Genau, für die Ernährung, das habe ich ja erklärt. Christian, ich danke dir ganz herzlich. Ja, und wollen wir mal sehen, wie sparsam wir in den Haushaltsberatungen noch sind. Noch werden, ja. Wann verliert Schalke wieder gegen Freiburg? Ja, gar nicht. Wir müssen jeden Punkt bei uns halten. Ihr wollt in der Champions League, da muss man nicht für Erster werden, dann reicht auch, wenn ihr Vierter seid.